Sodzünden beim Wechsel auf Winterreifen. Da gibt's einige. Müssen wir drüber reden. Und das wird gut. Aus Faulheit oder Geiz gar nicht erst die Reifen wechseln, sondern einfach auf den Sommerreifen bleiben. Ja, hier auf unserem neuen Dauertester VW ID.4 GTX, da sind ja auch noch Sommerreifen drauf. Ja, die Patienten kennen wir. Die gibt es ja im Winter immer wieder und spätestens dann, wenn irgendwo ein Wintereinbruch ist und es gibt eine Vollsperrung, dann weiß man in vielen Fällen, was dahinter steckt. Aber es gibt auch eine rechtliche Situation, da müssen wir mal drüber reden. Es gibt in Deutschland eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, wir haben keine allgemeine Winterreifenpflicht. Ich kann nicht die Polizei im Dezember anhalten bei 15 Grad Celsius draußen und trockener Straße und kann sagen, Junge, du brauchst aber ein paar Winterreifen. Nein, sobald aber Wasser in gefrorenem Zustand auf der Straße ist, sprich Schnee, Reif oder Glätte, dann müsst ihr Winterreifen aufziehen. Und wir können uns auch mal die Strafen uns angucken. Das fängt an mit, grundsätzlich die Polizei hält euch an, weil sie sieht, aha, da ist ein bisschen Schnee auf der Straße und ihr fahrt noch mit Sommerreifen, mit 60 Euro und einem Punkt. Falls ihr den Verkehr behindert, kriegt ihr nicht nur schlechte Laune von den Leuten hinter euch, sondern die Polizei verdonnert euch zu 80 Euro und einem Punkt. Und falls ihr dann noch einen Unfall baut, weil ihr eben Sommer anstatt Winter- oder Allwetterreifen drauf habt, dann wird es gar nicht mal so viel teurer. Denkt man erstmal, 120 Euro und immer noch ein Punkt. Das Problem ist aber, jetzt kommt die Versicherung in das Ganze noch rein. Denn die schaut sich ganz genau an, ob das zu verhindern war. Also ob das ein plötzlicher Wintereinbruch war. Ja, draußen haben wir jetzt gerade 18 Grad. Wenn es da auf der Straße plötzlich anfängt zu schneien, konntet ihr nicht damit rechnen. Dann wird die Versicherung keine Handhabe haben. Aber wenn da seit einer Woche schon Schnee auf der Straße ist und ihr fahrt trotzdem noch mit Sommerreifen, dann kann es eben sein, dass ihr Versicherungsschutz verliert. Und das wird dann sehr, sehr teuer. Und wann kann ich dann die Sommerreifen drauflassen? Wenn ihr unter allen Umständen wisst, dass sobald auch nur der Anflug eines Wintereinbruchs besteht, dass ihr das Auto dann stehen lasst. Das bleibt dann wirklich stehen und ihr seid auch nicht drauf angewiesen. Also nicht auch nochmal in der Notsituation, ah komm, es ist jetzt egal, ich muss ja fahren. Nein, falls ihr wisst, im Winter, unter entsprechend winterlichen Bedingungen, lasst ihr das Auto stehen, dann könnt ihr die Sommerreifen drauflassen. Denn unter trockenen Bedingungen und zum großen Teil auch bei Nässe, sind Sommerreifen auch bei relativ kühlen Temperaturen bis zu einem bestimmten Punkt besser. Wobei, relativ kühle Temperaturen muss ich ein bisschen einschränken. Es gibt ja die sogenannte 7-Grad-Regel, ab der angeblich Winterreifen besser funktionieren als Sommerreifen. Die ist falsch, das ist nur eine Erinnerungsregel, denn auch bei solchen Temperaturen funktionieren Sommerreifen immer noch sehr, sehr gut. Aber sobald ihr in Minustemperaturen hineinkommt, härten die Sommerreifen so stark aus, dass eben der Winterreifen oder der Allwetterreifen besser funktioniert. Also, nur dann Sommerreifen drauflassen, wenn ihr wirklich wisst, das Auto bleibt stehen, wenn es brenzlig wird. Bei der Entscheidung, ob man einen Winter- oder Allwetterreifen nimmt, nicht auf Auto und Einsatzgebiet achten. Früher war das in Deutschland nicht sonderlich präsent. Da wurde halt ein Winterreifen gekauft. Da gab es nur einen sehr kleinen Markt für Allwetterreifen. Aber schauen wir nach Nordamerika, das ist umgekehrt. Da werden vor allem Allwetterreifen gekauft und weniger spezialisierte Winterreifen. Und daran sieht man schon, Mensch, dieses Einsatzgebiet, diese klimatische Zone, diese Landschaft und ob Winter oder nicht, das spielt schon eine Rolle. Und bevor ich da jetzt noch ein bisschen ins Detail gehe, noch mal kurz eine Rekapitulation zu den Unterschieden zwischen einem reinen Winterreifen und einem Allwetterreifen. Wichtigster Punkt ist, es sind beides Winterreifen. Denn ein Winterreifen wird definiert durch das alpine Symbol. Wenn ich es nicht gleich finde, ich habe es ja so oft schon gezeigt, ist auch egal. Vielleicht kann man es als Schnittbild nochmal einblenden. So. Das definiert beides, also beides Winterreifen. Nur ist ein Allwetterreifen für einen größeren Temperaturbereich, von seiner Gummimischung und auch von seinem Profil her ausgelegt. Das heißt, er hat eine Gummimischung, die ein Kompromiss ist für wärmere und kältere Temperaturen, während ein Winterreifen vor allem für kältere Temperaturen optimiert ist und im Schnitt etwas weicher von der Gummimischung ist. Und das Profil bei einem Winterreifen ist stärker mit Lamellen versehen. Hier seht ihr hier auch die Lamellen. Ist ein bisschen grobstolliger als bei einem Allwetterreifen, der auch schon Lamellen hat, aber eben nicht so ausgeprägt wie ein Winterreifen. Das muss jetzt erstmal reichen. Und jetzt muss man sich eben anschauen, wo lebe ich denn? Lebe ich in einem Gebiet, wo der Winter sehr, sehr unwahrscheinlich ist? Jetzt gerade hier bin ich in Düsseldorf, dass es hier mal einen Wintereinbruch gibt, ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Gebirge gibt es hier auch nicht viel, da hinten fängt der Niederrhein an, der ist wirklich bolzenflach. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch klein, dass da was passiert. Und deswegen ist rein vom Einsatzgebiet her ein Allwetterreifen schon eine vernünftige Option. Vor allem deshalb, weil Allwetterreifen in den letzten Jahren
vor allem in diesem Jahrzehnt, erheblich besser geworden sind. Wenn ihr mich vor 5 Jahren gefragt hättet, soll ich mir einen Alvetta-Reifen kaufen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, lass mal. Machen rein, Winterreifen ist besser, die Alvetta, die können das eine wie das andere nicht. Aber wir können ja noch mal auf einen Elektroauto-Supertest von mir gucken. Volvo C40 war das und da war ein Michelin Cross Climate Alvetta-Reifen drauf und der hat bei trockenen Bedingungen wunderbar gebremst. Da bin ich mit dem Auto dann männlich und habe ihn gebremst. Schauen wir uns mal die Bremsung an. Man sieht, das Auto geht wunderschön in die Eisen, steht dann auf relativ kurzem Weg und ich gucke aufs Messgerät und da stehen 34,5 Meter. Nochmal, für einen Alvetta-Reifen. Das hat mich schon umgehauen. Ich habe so einen guten Alvetta-Reifen beim Bremsen noch nie erlebt und ich habe selten, das muss man auch noch dazu sagen, Sommerreifen erlebt, die beim Bremsen besser funktioniert haben als dieser Reifen. Wahnsinn, richtig gut. Was die früher nicht konnten, hat er wunderbar gemacht. Er ist auch ansonsten gut gefahren, ordentlicher Rollwiderstand. Das ist ein Reifen, den ich empfehlen kann, wobei jetzt nicht nur speziell Michelin, sondern gibt es auch von Goodyear und von anderen wirklich gute Reifen, die ich einfach empfehlen kann, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, dass es eben schneit oder man in Skiurlaub oder sonstiges fährt und man will einfach einen Reifen haben, womit man sicher durch den Winter fährt. Die haben aber sicherlich auch ihre Einschränkungen bei sehr winterlichen Bedingungen. Also wenn dann viel Schnee kommt, dann sind die schlechter als ein Winterreifen. Wenn ich also oft im Skiurlaub fahre oder ich wohne im Voralpenland oder wegen mir in den Alpen oder sonst irgendwo, wo ich weiß, auch hier im Sauerland, da ist Schnee sehr wahrscheinlich, dann sollte ich mich für einen Winterreifen entscheiden. Und da muss man auch aufs Auto gucken. Wie bewege ich das Auto denn? Habe ich einen Kleinwagen, ja, nicht so wahnsinnig dynamisch, dann kann ich da eher auf einen Alvetta-Reifen gehen, als wenn ich jetzt einen großen, schweren SUV habe oder ein traktionsstarkes Auto, mit dem ich eben auch mal in entsprechende Regionen fahre, dann sollte ich eher auf einen reinen Winterreifen, auf einen Spezialisten gehen, als auf den Alvetta-Reifen. Und weil das eben so ein bisschen komplex ist, haben die Reifenhersteller dazu auch Hilfen ins Netz reingestellt. Ich zeige einfach mal eine exemplarische Hilfe. Das ist von Goodyear, ein Reifenberater. Der fragt einfach ab, was hat man für ein Auto, wo fährt man und drum und dran und gibt am Schluss eine Empfehlung, ob man jetzt einen Winter- oder einen Allwetterreifen nimmt. Denn ich sage es euch ganz ehrlich, ich kann euch jetzt spontan, ohne dass ich weiß, was ihr für ein Auto fahrt und wo ihr lebt, nicht sagen, ob das eine oder das andere besser für euch ist. Bei der Entscheidung, welchen Reifentyp man jetzt für den Winter nimmt, außer auf die grundsätzliche Wintereignung, nur auf die Trockenperformance zu achten. Das kann ziemlich gefährlich werden. Und da müssen wir Testzeitschriften uns auch in die eigene Nase packen. Denn wir stellen ja vor allem die Trockenperformance in den üblichen Tests in den Vordergrund. Nicht bei den speziellen Reifentests, sondern bei den üblichen Tests von Autos. Was wird da gebremst? Auf trockener Fahrbahn aus 100, 130 km/h. Es wird beschleunigt auf trockener Fahrbahn. Das ist alles trocken. Und wir testen nur in den seltensten Fällen nochmal spezielle Nasseigenschaften ab. Wobei, das machen wir schon. Nehmen wir zum Beispiel Sportauto, aktueller Test. Kollege von mir, Timo Fleck, der macht dort die Tests und die schauen sich sehr, sehr genau an, wie funktioniert er auf Schnee, auf Trockenheit und eben auf Nässe. Und da gibt es große Unterschiede. Nehmen wir den Michelin. Funktioniert auf Trockenheit super, auf Nässe schon mit gewissen Abstrichen. Was Seitenführungskräfte betrifft, was auch Bremsweg betrifft. Da gibt es dann andere Allwetterreifen. Nehmen wir zum Beispiel einen Goodyear Allwetterreifen. Der ist auf Nässe spürbar besser als der Michelin, ist dafür auf Trockenheit ein bisschen schlechter. Muss also genau gucken, was ist denn für einen wichtig. Und wenn ich ehrlich bin, ist Nässe eigentlich die kritische Situation. Wir kennen es doch alle, Landstraße. Und man hat sich ein bisschen verschätzt bei der Kurve. Auf Trockenheit kann ich das vielleicht noch irgendwie einfangen. Wenn es nass ist, ja, kann das ziemlich fatal enden. Und übrigens war in dem Test von der Sportauto, wir können das Heft auch noch mal kurz einblenden, welches ich da genau meine, da war als Referenzreifen auch ein Bridgestone Sommerreifen dabei. Und der hat bei Nässe die mit Abstand höchsten Seitenführungskräfte aufgebaut. Da merkt man also ein Sommerreifen kann schon noch mal deutlich mehr auf Nässe. Interessanterweise war er aber dann beim Handling nicht zwingend besser als jetzt der Goodyear. Ja, und auch nicht auf der anderen Seite wieder viel schlechter als der Michelin. Wichtig ist mir hier vor allem, bevor ihr euch einen Reifen kauft, schaut euch kompetente Testberichte an. Schaut euch auch an, wie sehen die Nässeeigenschaften des Reifens aus, weil die sind eben für das normale Fahren sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Trocken- und Nässe-Performance geredet. Es gibt da noch einen sehr wichtigen Punkt bei der Unterscheidung der verschiedenen Reifentypen. Das ist der Rollwiderstand. Und es gibt die grundsätzliche Aussage, dass ein Sommerreifen
einen besseren Rollwiderstand hat als ein Allwetterreifen und ein Allwetterreifen wieder einen besseren Rollwiderstand als ein Winterreifen. Das hängt einfach mit der Gummimischung zusammen. Weil je weicher die Gummimischung ist, desto mehr kann die in sich arbeiten. Und je mehr die arbeitet, desto mehr stecke ich da Energie rein, anstatt in die Fortbewegung. Und beim Winterreifen, bei wärmeren Temperaturen, wenn der weich ist, ja, da arbeitet halt die Gummimischung, anstatt das einfach nur in Vortrieb umzusetzen. Das kann man so pauschal aber heute nicht mehr sagen. Da kann ich auch nur sagen, ganz wichtig, achtet auf das Reifenlabel. Und was das zu bedeuten hat, das klären wir gleich auch noch. Einen Allwetter- oder Ganzjahresreifen kaufen, um Knete zu sparen. Ja, kann man ja einiges sparen. Klingt ja auch erstmal logisch, denn man muss nicht in die Werkstatt, um den Reifen zu wechseln. Werkstattaufenthalt kostet Geld. Man muss nicht verschiedene Reifentypen suchen, Winter-, Sommerreifen, sondern da ist ein Reifen drauf, zack, kannst du durchfahren. Das muss doch weniger Geld kosten. Ja, da gibt es aber ein paar Dinge, die man beachten muss und die dann am Schluss doch Geld kosten. Zum einen Verschleiß. Denn ein Allwetterreifen, das hier ist übrigens ein Winterreifen, ein Allwetterreifen ist ein Kompromissreifen. Auch von seiner Gummimischung her. Das heißt, er wird im Sommer deutlich mehr verschleißen als ein Sommerreifen mit seiner härteren Gummimischung. Er hat es im Winter schwerer als ein spezialisierter Winterreifen. Und über das Jahr hinweg gesehen wird er also schneller abbauen von seinem Profil her als ein spezialisierter Reifen. Was in der Praxis dazu führen kann, dass man eben mehr Reifen braucht, als wenn man spezialisierte Reifen verwenden würde. Okay, man muss sie nicht in die Werkstatt fahren und sie dort wechseln. Das ist ein Argument, definitiv. Da kann man ein paar Euro sparen. Wobei ich ganz klar sagen, also das muss ich erwähnen. Ja, das ist ja unser neuer Dauertester hier. Und bei dem müssen wir jetzt auch von Sommer- auf Winterreifen wechseln. Und ich weiß jetzt schon, weil das habe ich bei dem Auto schon gemacht, es ist die Hölle. VW hat sich bei dem Auto nicht gedacht, Mensch, da bauen wir jetzt mal so eine Felgenkonstruktion, die sehr einfach zu wechseln ist und wo sich alle freuen, damit man das schnell machen kann. Das Rad da. Das ist bockschwer. Und dann weißt du auch nicht, wo du ansetzen sollst. Es ist Sklavenarbeit, definitiv. Und das willst du auch nicht machen. So, und dann bist du dann schon froh, wenn du eben keine Reifen wechseln musst, sondern wenn der Allwetterreifen drauf bleibt. Aber das ist eben der Punkt, das ist ein Elektroauto. Das hat zwei Probleme mit dem, gerade Allwetterreifen. Er ist relativ schwer, was die Belastung auf den Reifen erhöht. Und er hat ein bisschen Leistung, vor allem Drehmoment. Und das nagt auch wieder am Profil. Und das sorgt eben dafür, dass ein solcher Allwetterreifen, also nicht nur bei Elektroautos, sondern prinzipiell auch bei traktionsstarken und kräftigen Autos, sehr, sehr stark verschleißt. Und wenn man dann alles zusammenrechnet, dann ist man da schon mal schlechter dran. Und dann kommt noch hinzu, dass der Kaufpreis für einen Allwetterreifen höher liegt als der für einen Sommerreifen und oftmals auch in der gleichen Dimension oder höher als ein Winterreifen. Also alles zusammengerechnet darf man nicht erwarten, mit einem Allwetterreifen Geld zu sparen, sondern da gibt es andere Faulheitsgründe zum Beispiel. Beim Radwechsel nicht auf den Achstausch achten. Das ist logischerweise bei einem neuen Reifen völlig irrelevant. Der hat noch keine Achse gesehen, da ist es dann erstmal egal. Aber wenn der Reifen das Rad schon mal eine Saison gesehen hat, dann sollte man achsweise tauschen, um ein gleichmäßiges Verschleißbild hinzubekommen. Also wenn der Winterreifen in der letzten Saison vorne links war, dann gehört er in der nächsten Saison nach hinten links. Jetzt könnte man auch darüber diskutieren, was denn jetzt die wichtige Achse ist, wo gehört dann der bessere Reifen hin, habe ich in anderen Videos schon getan. Grundsätzlich sollte der bessere Reifen, egal ob jetzt Front- oder Hinterrad getrieben, an die Hinterachse. Denn das ist die spurführende Achse, das ist die Achse, die einem abhaut auf Nässe, die eben besonders Schwierigkeiten macht, das Auto wieder einzufangen. Was nicht heißt, dass die Vorderachse nicht auch wichtig wäre. Ob es jetzt Bremsen oder Untersteuern oder Ähnliches ist, aber die Hinterachse ist noch ein bisschen kritischer. Und beim Beschleunigen, da spielt dann vor allem, gerade bei so einem Front- oder Allradkratzer, auch die Vorderachse noch eine große Rolle. Nur Beschleunigen ist nicht sicherheitsrelevant. Also das ist schon mal wichtig, dass man auf den Achstausch achtet. Und dann sollte man sich das Profil anschauen. Nicht einfach jahrelang hin und her wechseln und das Profil wird immer kleiner und das ist einem völlig egal. Denn ja, es gibt in Deutschland eine gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm. Die ist aber viel zu niedrig. Damit der Reifen noch richtig gut funktioniert, muss auch gerade ein Winterreifen viel mehr Profiltiefe haben. Und wenn ihr nach Österreich fahrt und sagt, da, hier, ich komme aus Deutschland, 1,6 mm Profiltiefe, Winterreifen, reicht völlig aus, dann sagt der österreichische Polizist, na, das schauen wir uns mal genau an. 4 mm, das ist das, was wir hier brauchen. Also, da könnt ihr richtig Ärger bekommen, weil in Österreich unter 4 mm Profiltiefe, egal ob es ein Winterreifen ist oder nicht, dass der Reifen nicht mehr als Winterreifen gilt. Und soll ich euch sagen, wieso? Weil sie recht haben.
beim Reifenwechsel nicht auf das Alter der Reifen zu achten. Das fällt einem auch erstmal schwer. Jetzt hat man sich teure Winterreifen vor vielen Jahren gekauft und das Profil ist dann noch in Ordnung. Da gucken wir mal schnell drauf. Wenn man dann auch noch guckt, wie alt die sind, dann muss man am Schluss ja den Reifen wechseln. Das ist ja wieder teuer. Also verdrängt man das so ein bisschen. Aber so ein Reifen, der hat eben eine Alterung, auch eine kalendarische Alterung. Mal völlig unabhängig davon, ob er gefahren wird oder nicht. UV-Strahlung zum Beispiel, die lässt einen Reifen wirklich sehr schnell altern. Also gerade wenn man in südlichen Regionen wohnt, wo der Reifen viel UV-Strahlung abbekommt, dann altert er schneller. Oder ozonhaltige Luft, auch die sorgt dafür, dass der Reifen schneller altert. Das ist also auch eine Frage der Lagerung des Reifens. Man sollte den Reifen wirklich dunkel lagern, unter entsprechend vernünftigen Bedingungen, dass er lange hält. Und trotzdem gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, da ist er egal wie nicht mehr so fit. Und jetzt das nur als kleine Seiteninformation. Es gibt eine interessante, ich würde fast sagen, Diskussion darüber, wann ein Reifen denn noch neu ist. Also für mich ist ein Reifen so lange neu, wie er nicht älter als 2 Jahre ist. Der Bundesverband der Reifenindustrie sagt, na, wir sagen, ein Reifen ist, wenn er vernünftig gelagert ist, fabrikneu noch bis zu 3 Jahren. Und bis zu 5 Jahren kann man ihn zumindest noch als neu, aber nicht mehr als fabrikneu verkaufen. Lass ich einfach mal so stehen. Fakt ist, nach spätestens 10 Jahren sollte man über einen Reifenwechsel nachdenken, egal wie das Profil aussieht. Und bei einem Winterreifen ist es sogar noch ein bisschen kritischer. Da sollte man nach 8 Jahren drüber nachdenken, weil dann wirklich hier die Lauffläche aushärtet und dann funktioniert er auf Eis und Schnee einfach nicht mehr gut und das ist gefährlich. Aber woher weiß ich denn, wie alt mein Reifen ist? Ich habe die Rechnung verloren, ich habe keine Ahnung, habe ich das Ding gekauft oder ich habe einen Gebrauch gekauft, ich weiß es nicht. Da gibt es hier eine Zahl. Die sind so ein Kästchen drin. Und da steht es ganz genau, wann der Reifen produziert worden ist. Hier bei diesem Reifen steht 4821. Der ist also in der 48. Woche 2021 produziert worden. Sprich, dieser Reifen hier ist rund 1 Jahr alt, ist alles in Ordnung, das Profil sieht auch noch gut aus. Der kann noch einige Jahre gute Dienste leisten. Auch bei Winterreifen nur auf extra breite Versionen setzen. Ich kann das ja optisch und psychologisch verstehen. Klar, hier so ein 275er Winterreifen, der sieht schon noch ein bisschen imposanter aus als so ein 235er. Ja, macht schon was her, das sieht sportlich aus. Und im Sommer funktionieren die auch definitiv besser. Haben wir ja immer wieder gezeigt, dass breite Reifen, also in verschiedensten Videos habe ich das auch erklärt, dass breite Reifen besser bremsen und besser beschleunigen. In den meisten Fällen. Wir haben die bessere Druckverteilung über das Profil, das eben die Fahrbahn berührt. Ich habe da nochmal verbesserte Verhältnisse, was Makro- und was Mikrogrip anbetrifft. Sogenannte Van der Waals-Kräfte, das sind wirklich molekulare Anziehungskräfte. Das nur als kleiner Exkurs, wenn ihr euch mal einen Gecko betrachtet. Wenn so ein Gecko hier die Wände hochkrabbelt und man fragt sich, wie macht er das? Wie kann der da an der Wand kleben? Dann ist das im Prinzip was Ähnliches wie hier auch beim Reifen. Denn bei einem Gecko sind es keine Saugnäpfe, da ist auch keine klebrige Substanz an seinen Füßen dran, sondern das sind Van der Waals-Kräfte, also wirklich molekulare Anziehungskräfte, die da wirken. Und da kann ich auch noch eine Zahl raushauen. So ein Gecko kann damit, wenn er so entlang krabbelt, bis zu 40 Newton halten. 40 Newton, nur mal zur Erinnerung, 1 Newton sind fast 100 Gramm. Und der Gecko selbst, der wiegt nur einige Gramm. Und dann weiß man auch, wieso der so an den Wänden oder an der Decke entlanglaufen kann. Und selbst wenn du an ihn zerrst, kriegst du ihn kaum los. Und so weit ist das von der Reibung eines Reifens nicht entfernt. Aber wieso ist ein Winterreifen nicht besser, wenn er breiter ist? Weil breitere Winterreifen, so haben es verschiedene Tests gezeigt, eben auf Schnee schlechter funktionieren. Ja, die bauen nicht so viel Seitenführungskräfte auf, die können nicht so gut beschleunigen. Wenn ihr euch gerade Rallye-Weltmeisterschaft anschaut und die fahren auf Schnee, dann fahren die nicht mit überbreiten Reifen, sondern die Reifen sind sogar relativ schmal, mal abgesehen davon, dass sie dann auch noch mit entsprechenden Spikes fahren. Aber da wird nicht mit überbreiten Reifen gefahren. Das heißt, der etwas schmalere Reifen ist hier der bessere Reifen, zumal er auch noch den besseren Komfort hat und auch noch das bessere Nässeverhalten. Ja, ich kann verstehen, wenn ihr breite Reifen haben wollt, aber es ist nicht schlimm, wenn ihr euch im Winter überlegt, vielleicht eine Dimension schmaler zu gehen. Beim Reifenkauf nicht auf das Reifenlabel achten. Wir blenden das mal ein, stehen eine Menge Zahlen und auch Buchstaben drauf und auch eine Menge Farben und man weiß gar nicht so recht, wie man sich zurechtfinden soll, das klären wir aber jetzt. Nur trotzdem ist man skeptisch, weil man weiß ganz genau, dieses Reifenlabel hat der Hersteller draufgeklebt und dem kann man genauso trauen wie WLTP oder NAFZ-Verbrauchsangaben.
Ja, da muss man auch entsprechend korrigieren oder was draufhauen, damit man die wahren Werte hat. Aber dem Reifenlabel kann man schon sehr stark vertrauen. Das ist schon wichtig, sollte man auch darauf achten. Denn da gibt es 4 Punkte, die relevant sind. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Das ist Kraftstoffeffizienz oder Rollwiderstand. Also wie viel Widerstand erzeugt der Reifen einfach beim Rollen? Natürlich unter optimalen Druckbedingungen im Reifen, das darf man nicht vergessen. Und es wird eingestuft von A bis E. A bedeutet, der Reifen ist besonders kraftstoffeffizient, also mit besonders niedrigem Rollwiderstand. Und E bedeutet, der Reifen ist eher nicht so effizient. Und gerade Winter- oder Allwetterreifen tummeln sich eher so im mittleren bis unteren Bereich. Die sind im Schnitt vom Rollwiderstand höher als jetzt ein typischer Sommerreifen, was aber nicht zwingend heißt, dass ein Sommerreifen immer besser ist. Ja, bei den Tests von Sportauto oder Automotor und Sport sieht man das auch immer wieder. Zum Beispiel Sportauto aktuell, Bridgestone Sommerreifen als Referenz dabei. Und der war beim Rollwiderstand schlechter als die üblichen Allwetterreifen. Also da sollte man schon genau hingucken. Und das Reifenlabel korrespondiert auch sehr, sehr oft mit unseren Testergebnissen in diesen Bereichen. Deswegen ist das nicht schlecht. Aber wenn ich einen besonders rollwiderstandsarmen Reifen habe, das merkt man bei den Tests immer, dann hat er woanders Probleme, gerade beim Bremsen. Das ist nicht nur Trockenbremsen, das ist vor allem Nassbremsen. Und dann haben wir ja auf dem Reifenlabel den nächsten Punkt, das ist eben Nässe. Und diese Werte werden auch über Bremsungen ermittelt, also wie schnell steht der Reifen bei Nässe. Und da geht es auch von A bis E, das heißt bei einem Reifen mit einer Bewertung von A, dann steht er sehr schnell bei Nässe und E, da steht er eben nicht so schnell. Und da sollte man eigentlich Abstand davon nehmen, mal ganz ehrlich. Ja, man sollte schon mittleren oder höheren Bereich nehmen. Und dann gibt es unten eine dB-Angabe für die Lautstärke. Da wird bewertet von A bis C, weil die Spreizung da nicht so riesengroß ist. Und das sagt einfach aus, wie laut der Reifen ist, wenn er denn vor sich hinrollt. Und das ist gerade auf der Autobahn sehr wichtig, weil da ist es eines der dominantesten Geräusche für das Auto überhaupt, das Abrollgeräusch. Bei LKWs kennt man das, wenn die vorbeifahren, die machen richtig Krach. Ja, und deswegen ist das ein wichtiger Punkt und auch ein guter Anhaltspunkt, ob man da ein bisschen mehr oder weniger Geräuschkomfort beim Reifen hat. Und dann gibt es eben noch den Punkt Winterreifen oder nicht. Falls ihr euch also einen Winterreifen kaufen wollt und ihr seht ein Reifenlabel und da ist kein Winterreifensymbol drauf, was macht ihr dann? Ihr kauft den Reifen nicht, weil es kein Winterreifen. Das waren die Todsünden beim Reifenwechsel. Es war eine Menge Informationen, aber wahrscheinlich habe ich es auch ein bisschen rausgezogen, denn das Grande Finale fehlt ja noch. Das Auto steht ja immer noch auf Sommerreifen. Der muss ja jetzt auf Winterreifen gestellt werden. Ich habe ja hier auch schon die Waffen parat. Druckluftschrauber, der wird mir das Leben etwas leichter machen, aber so richtig leicht nicht. Denn das sind richtig schwere Felgen hier. 21 Zoll Sommerfelgen. Ja, ich glaube, der geschätzte Kollege Menzel beschwert sich auch immer darüber, dass die großen Felgen hier so bockschwer sind und keinen Spaß machen. Prinzipiell, das kann man als Nebeninfo auch noch sagen, überlegt euch wirklich, ob ihr immer so Riesenfelgen kauft. Manchmal tun es auch kleinere Dimensionen, 19 Zoll oder so, weil die oftmals komfortmäßig besser funktionieren und beim Reifenwechsel eben nicht so einen Ärger bereiten. Da drüben liegen die 19 Zoll Felgen für die Winterreifen, alles ist schon aufgezogen, ich muss das gleich machen, ich kann es auch nicht weiter rauszögern, ich kann auch ein bisschen drüber schimpfen, wie es gleich sein wird, ich werde fluchen, deswegen wollen wir die Kamera ausschalten. Und was macht ihr? Ihr guckt mal, welches Video euch jetzt noch gefällt. Ich habe bestimmt noch ein bisschen Zeit. Bingo. So, sondern auf den Sommerreifen bleiben. Wir sind ja jetzt noch mal drauf, okay? Scheiße. Alex, nochmal. Also, nur damit du es weißt, das ist ein Reifen, das ist eine Felge, das ist ein Rad. Gut, hast du das gemerkt? Dann können wir weitermachen.